Wir fahren jetzt die Qualifikat und damit hallo allerseits und es wird nass und willkommen zurück bei Grand Prix Chia. Das ist auf jeden Fall Regenreifenwetter, keine Intermediates. Wobei es hier gar nicht so, na doch, spiegelt. Ah, nicht die, die Weichen geführt auch nicht. Es ist nicht abgeschmiert, sehr schön. Ja, wäre ich jetzt mit Trockenreifen raus. Zum Glück habe ich nochmal direkt vors Auto auf den Boden geguckt. Fertig. Gut. Wisst ihr was? Ich habe Mist gemacht. Wir müssen das Setup aus dem Training jetzt noch drauf haben, das benutzerdefinierte Kacke. Ist es aber im Regen super gut? Das Heck rumkam, ich hab's sofort gemerkt, aber ich wollte es weiter durchziehen, weil es Spaß gemacht hat. Schön gedriftet. Michael Schumacher. Dann kleben wir uns mal in seinen Windschatten, mal gucken, ob wir... Oh, Regen, Michael Schumacher und Ben Noll, da kommen ja Erinnerungen hoch. Aber nur virtuelle Erinnerungen. Ich glaube, mit diesem Setup wird das nix. Im Regen. Macht zwar Spaß und ist nicht so unberechenbar wie noch im Orbit Park, das benutzt definiertes Setup, aber es ist so nicht schnell. Mist, eine Runde verballert. Ich denke natürlich wieder ein paar Sekunden zu spät dran. Der Box mal Bescheid gegeben. Besser spät als nie. Bin ich so böse, ich lasse ihn vorbei. Ich fahre ja eh rein, insofern wäre es bloß Spielerei, ihn jetzt aufzuhalten. Das will ich nicht. Hat man teuer in der ersten Saison auch gemacht, so ähnlich. Sind wir wieder, hättet auch mal dran denken können, dass das Setup kacke ist. Hat man gerade durch den Reifen durch die Felge gucken können beim linken Rad? Moment. Ja. Wie stark eingelenkt wird, aber ja, links kann man durch den Reifen gucken. Das ist mir gerade aufgefallen. Bitte nicht abschmieren. Wir könnten uns nochmal einen frischen Satz gönnen, aber das macht, denke ich, keinen großen Unterschied. Insofern bleiben wir dabei. Und raus hier. Bitte nicht abschmieren. Sehr schön.
fertig. Erste Kurve, wie geht's hier ab? Deutlich gesitteter. Der Wagen untersteuert jetzt mehr. Auf jeden Fall dreht sich die Hinterachse nicht um uns herum. Das sollte, denke ich, auf jeden Fall schneller sein. Aktuell sind wir 17. Teilnehmer 9. Auf der Strecke. Den Wagen nur rollen lassen. Da kommt ein BMW Williams an. Es tut mir sehr leid, weil ich halt damit auf jeden Fall auf, aber ich kann hier gerade nicht vorbeilassen. Dafür kriegst du jetzt ausgerechnet das Windschatten. Und du darfst rechts vorbeifahren, ja. Fährt eh rein. Gut, dann habe ich ihm auch nichts versaut. Oder er hat die Runde jetzt wegen uns abgebrochen. Wie wenig weit man gucken kann. Wie wenig weit. Gut, wir haben schon schlimmere Verhältnisse gehabt, aber man konnte Kurt Kurve 1 nicht sehen. Auf den Berg, auf der Wiese hocken, auf dem Hang. Bei diesem Wetter. Aber das ist mal leise typisch, insofern passt das ja. Sind sie ja alle gewohnt. Entweder Shifts oder es ist derbe heiß. Inselpang. Nein! Aber bei Codemasters bei F1 2017 hier eigentlich noch Kies? Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube auch Parkplatz, oder? Ich weiß es nicht. Ich lasse es lieber so stehen. Aber wenn da Parkplatz gewesen wäre, hätten wir halt nur ein bisschen Zeit verloren. So eine Sekunde vielleicht. 1,5. Und weiter geht's. Und jetzt, ja. Mehr. Gut, fürs Qualifying wäre die Runde so oder so hin. Egal, ob mit oder ohne Parkplatz. Aber zum Beispiel im Rennen wäre das eine ganz andere Ausgangslage. Zeit ist immer eine brauchbare, Runde auf dem Asphalt gezimmert wird. Da kommen zwei aus der Box. Ja, yeah, wir sind 9. Super gut. Mit der Zeit. Weil viele noch gar nicht gefahren sind, wie die fleißig ihre Fahnen schwenken, wie lang die Fahnenstangen teilweise sind. Und wenn ich gerade denke, die Kroatienflagge, die viele Jahre lang in Monza bei der Podiumsfeier zu sehen war mit Stift dran. Ist dir euch auch aufgefallen, Monza? Dieses Jahr habe ich sie zum Beispiel nicht gesehen, die Jahre zuvor. War sie meistens vertreten, eine Kroatienflagge mit einem Permanentmarker dran.
damit dort jemand unterschreiben kann. Wie schön sich das hört. Und um oben ans Podium zu kommen, musst du ein ganz langes Gestänge haben. Ich denke mal, dass es immer die gleiche Kroatienflagge war, denn Kroatienflagge mit Permanentmarker dran, wenn es jetzt eine italienische gewesen wäre, und es ist ja in Italien, dann hätte ich eher gesagt, da hat es halt jemand anderes probiert, aber Kroatien, ich glaube, da hat einfach jemand aus Kroatien besonders viel Spaß dran, einfach die Podiumsleute immer abzugreifen. Hab da aber auch noch nie jemanden unterschreiben sehen. Vielleicht wurde es einfach noch nicht gezeigt. So, genug von der Kroatien-Flagge in Monza geredet. Wir müssen hier mal eine Bestzeit hinlegen, also eine würdige Aeros-Bestzeit. Wir haben nur noch gute 4 Tankrunden. Siebter mit 5,3 Sekunden Rückstand. Naja, da vorne fällt ja auch der wahre Regengott auf der 1. Für 2000, scheiße. Schon 1,5 Sekunden Rückstand, das ist einfach so bitter. Nach einem Sektor. Mist. Deutlich langsamer als der eigene Bestzeit. Es wird auf jeden Fall langsamer. Es ist nochmal eine ganze Ecke langsamer geworden. Oh Mann. Kommt rum. Uiuiui, Rutschi Rutsch. Hat man bestimmt nicht gesehen, das hat man auch kaum gemerkt. Aber ich hab's gemerkt, der Wagen kam rum. Ah, schwierig so bei der Kameraperspektive und generell Kurvenfahrt. Schneller, sehr schön. Hoffentlich versau ich das nicht. Auf den Rest der Runde. Hier ist ziemlich unbewölkt, es regnet aber noch. Wobei hier sieht es bewölkter aus. Und wer weiß, wie es gerade direkt über uns aussieht. Achtzehner Zeit, gerade so noch als Zwischenzeit. Halbe Sekunde, fast eine halbe Sekunde schneller. Naja, 14.
aktuell noch 7 verbleibende Runden und noch 2 Tankrunden im Tank. Im Cockpit werden die Tankrunden ja auch blöd. Wobei, wir bekommen sie im Cockpit angezeigt insofern. 55,2, da ist eine Wolke neben uns. Das ist scheiß langsamer. Mann, ich habe das im letzten Sektor noch verkackt. Wobei, ich fahre mal noch nicht rein, vielleicht wieder Runde gut. Und dann habe ich vergessen, dass ich das hier angestellt habe, dass ich reinkommen möchte. Oh Mann, aktuell 11. Schneller. Hoffentlich war das gut. Zehntel schneller. Nicht zu schnell, nicht zu langsam sein hier und auch bei der letzten Kurve. Nächste Runde müssen wir reinkommen. 55,2. Das war zu spät. Nein. Ich fahre sie zu Ende. Vielleicht war es doch genau richtig, mal gucken. Wir werden es gleich erfahren. Es wird eine Bestzeit und zwar gut. 4.444. Sehr schön, aktuell Platz 10. Nur ein Platz verbessert, toll. Nicht so toll, also nur ein Platz. Wir waren noch gerade 11. oder? 4,5 Sekunden Rückstand auf Michael Schumacher. Wollen wir nochmal die anderen Regenreifen ausprobieren, die weichen? Und so ist Quatsch, das ist nicht nass genug. Verbleibende Runden aktuell noch 5. Ein BAR hinter uns. Und da rechts waren sauber über der Leitplanke. Kam der mit aus der Box, der BAR? Ich fahr mal rüber. Ich fahr fast in seinen Seitenkasten. Nicht stehen bleiben. Ist der mit seiner Mütze und seiner Sonnenbrille wieder der aus Spa rechts gewesen? Ja auch, oder? Der ist ja auch überall und zwar mehrmals. Vier verbleibende Runden. Aktuell Platz 10.
Ich probier's mal. Jeff, was machst du denn da? Einfach den Wagen fallen gelassen. Ja, er sollte eigentlich erst jetzt drunter, aber... Vorbeugen, Maßnahme gegen den Boxenstopp-Bug. Abteil 13. Da ganz hinten kommt was an, ja. Können wir gleich mal vorbeilassen. Sicher ist sicher. Das ist ein BAR. Das ist nach der links-rechts vorbei. Ich hab das Gefühl, der Wagen, der rutscht mir herum in der Kurve. Ich beobachte das mal, jetzt ändern ist eh nicht mehr dran. Der 16. Das ist nicht gut. Wenn wir 16. werden, dann werde ich, glaube ich, einen Boxenstopp einplanen. Wir sind jetzt hier vorbei. Die Reifen schuppern, das hört man richtig beim Bremsen. 2 schnelle Runden verbleiben. Kommt rein. Naja, wusste ich ja vorher nicht. Auf dem zweiten Teil der Runde hatte ich das Gefühl, dass der Wagen mit den Reifen besser klarkommt. Vielleicht mussten die erst warm werden. Hier. Ich glaube, das wird langsamer. Okay. Ich habe mich selbst überrascht. Das gefällt mir. Deswegen stapel ich auch immer so tief. 18,2. Bewahrheitet sich vielleicht das, was ich im zweiten Teil der Outlap vermerkt habe, verspürt habe. 18,2, das wird eine Ecke schneller. Ecke ist gut. Scheiße, hätte ich das gleich mal sofort gemacht. Gehe ich beim nächsten Regenqualifying direkt auf die Weichen? An meiner reinen Fahrtleistung wird es nicht liegen. Die Reifen werden hier den größten Unterschied ausmachen. Ich denke nicht, dass es daran liegt, dass die Reifen neuer sind als die anderen. Es liegt, denke ich, an der Mischung. Hatte ich immer das Gefühl, dass die härteren Reifen im Regen schlechter sind. Deswegen habe ich auch wieder erstmal auf die härteren gesetzt. Vielleicht ist das auch streckenspezifisch. 54,4 wird sowas von fallen. Letzter Versuch. In der nächsten Runde aktuell Platz 8. Fällt etwas raus, zum Glück hinter uns. Das neben uns ist nicht gut. Geh weg, komm. Was für ein mentaler Typ. Das war Frenzen. Du hast gesehen am Helm. Super, vielen Dank. Zum Glück habe ich die Runde noch beenden können, also die letzte. Mit Platz 8. Also zum Glück konnte ich noch eine Runde auf den Weichen absolvieren. Was ist denn das? Der hat doch Nüsse im
Oh Mann. Das ist so doof. Naja, was war letztes Rennwochenende? Zwischen Kurve 1 und 2 Rennen aus für Frenz. Dann war das jetzt die klitzekleine Revanche. Jetzt sind wir vielleicht quitt. Crew, wir kommen an die Box. Der Himmel sieht jetzt auch wieder gefühlt zugezogener aus. Ich habe ja zwischendurch mal gesagt, hier an der Stelle wirkt es ziemlich wolkenfrei. Aber jetzt denke ich, ist alles wieder zu. Wobei hier nach links gucken, da könnte es wolkenfrei sein. Recht wolken? Nee, auch nicht. Nee, n-n. Der Himmel ist auf jeden Fall zugewölkter als zuvor. Wobei hier habe ich, glaube ich, vorhin geguckt. Ja, aber ich glaube auch, das Bild ist etwas bewölkter. Aktuell Platz 8, das wäre schon sehr schön. Also vorhin noch von einer Ein-Stop-Strategie im Rennen gesprochen und aktuell sind wir wieder auf dem Null-Stop-Kurs. Aber das Rennen hier wird sehr schwierig. Ich meine, die letzten Jahre haben sie auch gezeigt. Insofern muss dieser Startplatz nichts heißen. Aber es ist erstmal eine gute Ausgangsposition. Und die kann ich haben. Eine gute. Mache ich gleich wieder irgendwas kaputt, wenn ich so hier anfahre. Das hatten wir schon mal. Na, es geht gut. Wie man links durch den Reifen gucken kann. Juan Pablo vor uns, gute 14. Und hinter uns, knapp hinter uns, der Fisico, der Giancarlo. Platz 9, Barrichello vor uns, Fisico hinter uns. Irvine hinter uns, jetzt sind wir 11. Trulli auf der 4, richtig gut, Villeneuve auf der 6 ebenso. Michael Schumacher relativ knapp vor David Coulthard, wobei 2/10. Häkkinen ist dann ziemlich weit weg. Trulli, Montoya, Villeneuve. Ralf Schumacher, Barrichello ganz schön weit hinten. Kimi gut vorne. Oh, Verstappen vor uns. Eine 10. und 21.000. Dann wir, also richtig gut von ihm. Oder von uns als Team, sagen wir es so. Irvine, Fisico, De La Rosa, Heidfeld sehr weit hinten. Panis auch ziemlich weit hinten. Button gut, Alesi viel zu weit hinten. Tomasz Enge wieder vor Frenz, eine halbe Sekunde. Alonso vor Alex Jung, und zwar mehr als deutlich. Okay. Na, mal gucken, was Arrows von diesem guten Qualifying aus machen kann. Womöglich geht es eher nach hinten, weil wir jetzt zu weit vorne stehen, aber das sehen wir erstmal. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.